Witam Was, moi drodzy. Jeszcze raz pragnę Was serdecznie podziękować za pytania, które przesłaliście mi i postaram się na te wszystkie pytania odpowiedzieć. Wie immer spreche ich zwei Sprachen, das war Polnisch, meine Muttersprache. Liebe Fans, ich möchte mich herzlich bei euch bedanken für diese vielen Fragen, die ihr mir gestellt habt, und ich versuche auf die alle Fragen zu beantworten. Wie bist du auf die Rolle Chagall in Tanz der Vampire gekommen? Das ist eigentlich eine lange Geschichte. Als ich noch vor 16 Jahren Les Misérables gespielt habe, die Jean Valjean, wurde mir vorgeschlagen, dass ich mich für die neue Weltpremiere von Roman Polański, Tanz der Vampire, vorstellen werde in Wien. Ich habe das gemacht, habe ich geschafft, bis Final Callback den Krogel vorzusingen, habe ich die Rolle nicht bekommen, und nach ein paar Jahren hat sich ergeben, dass nach ein paar Premieren, die ich gemacht habe, inzwischen hatte ich die große Vergnügung, den Roman Polański wieder nochmal zu treffen. Und das ist in Warschau passiert. Roman Polański hat Theater Roma damals in Warschau besucht, um ein Musical Miss Saigon mit mir anzuschauen. Nach dem Musical haben wir uns getroffen und haben wir uns kurz unterhalten, und dann der Meister fragte mich, warum könnte ich nicht eigentlich den Chagall spielen. Ich fand die Idee hervorragend und ich habe mich entschlossen, sofort den nächsten Casting zu machen. Erste Casting hat in Stuttgart stattgefunden und hat das doch nicht geklappt mit dem Casting, und zweite Casting habe ich bestanden für die Uraufführung in Hamburg. Also meine erste Abenteuer mit Chagall hat in Hamburg stattgefunden. Ist der Chagall deine Traumrolle? Wenn nein, welche Rolle war es, beziehungsweise welche würdest du noch gerne spielen? Ja, Chagall ist eine Traumrolle. Und der beste Beweis ist dafür, dass ich die Rolle schon über 2000 Mal spiele und habe noch diesen Spaß an dieser Rolle nicht verloren. Welche Rolle würde ich gerne noch in Tanz der Vampire spielen? Es gibt viele Rollen. Zum Beispiel den Professor, den Krolog, Kukol selbst. Aber ich bin glücklich und zufrieden damit, was ich zur Verfügung habe, weil die Rolle ist sowieso nicht einfach zu interpretieren. Wie weit identifizierst du dich mit Chagall? Magst du auch so gerne Knoblauch wie Chagall? Ja, ich liebe Knoblauch. Wir in Polen, in unserer kosmopolitischen Gesellschaft, benutzen fast für jede Speise Knoblauch. Und ist mir das ganz, ganz nah und nicht fremd gewesen, als ich erfahren habe, dass der Chagall nicht nur gegen Vampire den Knoblauch benutzt. Ist dir schon mal was Peinliches passiert auf der Bühne? Also, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, nichts passiert. Ich arbeite schon seit 36 Jahren auf der Bühne, in vielen verschiedenen Sparten. Und wenn man schon so oft auf der Bühne steht, passiert jegliche Sachen, die oft sehr überraschend auf der Bühne während der Aktion kommen. Aber es ist schon ein Spaß, ist für den Darsteller, wie man aus diesen Situationen rauskommt. Und meistens ist mir das gelungen, das so zu verbergen oder so zu interpretieren, dass das als peinliche Situation würde als sehr komödiantische, lustige Geschichte erzählt. Du hast die Rolle des Chagalls jetzt schon sehr lange gespielt. Wie schaffst du es nicht, den Spaß daran zu verlieren? Wie kann man den Spaß zu verlieren an das, was man liebt? Schauspiel ist mein Traumberuf, und ob das jetzt die Rolle des Chagalls oder andere Rolle ist, kann man einfach den Spaß nicht verlieren. Ich
träume mein Leben und ich lebe meine Träume. Hallo Jerzy, du warst ja mittlerweile in einigen Ländern unterwegs und du hast auch verschiedene Rollen gespielt. Fällt es dir schwer, zwischen den verschiedenen Sprachen zu welchen und die neuen Rolle zu lernen? Nein, es ist nicht schwer, wenn man das macht, was man liebt. Also, ich lerne gern die fremden Sprachen und die helfen mir, die Welt besser zu verstehen und meinen Beruf zu interpretieren. Es ist mir schon gelungen, in 8 Sprachen auf verschiedenen Bühnen zu spielen, in vielen verschiedenen Musiktheatersparten auch. Und das war immer ein großer Spaß gewesen, etwas zu spielen, auch wenn man am Anfang das nicht ganz verstanden hat, dann am Ende doch die Sprache gelernt hat. Und durch diese Erfahrung könnte man neue Sachen lernen.